Okay, Lenny holt die Fackel raus. Okay. Hat mir jemand einen Feuerlöscher für mich? Damit ich Lenny seine Fackel hinausmachen kann. Ich rutsche irgendwie die ganze Zeit bei meinem Stuhl so ein Stück nach hinten. Das ist jetzt immer irgendwie so schräg. Naja, irgendwann sitze ich dann hinten. In der Nische. Nische. Kann ich auch? Okay, ich fühle mich bedroht von dir, Lenny. Pack das weg, das ist scharf. Das ist scharf, das ist nichts für kleine Kinder. Okay, Sascha. Jetzt ist aber die Kühe auch gleich fertig. Poggy. Ich weiß gar nicht, was das für ein Abzeichen gewesen ist, aber es sah übel süß aus. Ich glaube, es war das Eichhörnchen, glaube ich. Bin Essen holen. Okay. Okidok. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe für so eine große Strategy Queue. Gar nicht drauf geachtet. Okay. Das warst du, oder, Goku? So schnell wie die jetzt weg waren, war das safe, Goku. Ach, du warst das? Okay. Das ging ja instant. Alles gut. Ich dachte, du hättest die GQ abgeschlossen, aber es war Lenny. Das warst nicht du, sondern Lenny. Hab ich dich über die GQ in Kenntnis gesetzt? 16.06 meinst du? Okay. Naja. Ja gut, ich war zwischendurch ein bisschen abgelenkt, ne? Wegen Leon. Das hat wieder so ein bisschen abgelenkt. Aber ich denke mal, so dreiviertel Stunde wird die schon dauern. Aua. Aua. Hit the road, Jack. Willst du dir noch nicht erst holen, Lenny? Wollte die GQ campen? Okay. Okay. Ich finde, das ist einfach so todesgechillt, ne? Solange man hier nicht irgendeinen Dämlack auf dem Server hat. Das ist eigentlich super gechillt. Wie schnell abgegeben, das. Ja, das ist schnell, kann die nächste starten. True. Alter, viele unverkommene Lichtscheine bekomme ich denn die ganze Zeit hier. Wäre ich doch wieder Ewigkeiten nicht los, oder?
Ach, ich könnte natürlich auch vermehrt am Flussgrinder, aber irgendwie. Weiß nicht, ey, da rennt hier die ganze Zeit irgendeiner, rennt hier da immer irgendwie durch. Übel ätzend. Also wenn ich es jetzt nur auf Elten abgesehen habe, dann konnte ich eigentlich auch Flussroter grinden, aber das ist einfach todesnervig da vorne. Dann würdest du machen wie Schlieri und einfach das Ding droppen. Ich glaube, Schlier ist schon wieder weg, ne? Ich habe jetzt auch die letzte Stunde, glaube ich, gar keinen Blackchart bekommen, ne? Die ersten zwei Stunden hatte ich wenigstens noch einen Blackchart und einen Redchart, aber irgendwie. Und immer eine Düstere leer gelootet. Wobei, nee, ich bin Server geswitcht. Vielleicht sollte ich wieder zurückgehen auf dem ersten Server, wo ich war. Aber die 10,1% mache ich heute auf jeden Fall noch. Höre. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Eigentlich habe ich gerade auch nur davon geredet, dass ich es machen sollte wie du und einfach Flussroter grinde, um das Ding zu bekommen. Ich höre. Dann war es nicht wichtig. Ach, es ist doch nie, oder? Also ich meine, was kann so wichtig sein? Bam. Gar nicht! Ja, aber jetzt mal ernsthaft, was kann denn so wichtig sein? Das war einfach nur eine generelle Frage, ob er noch da ist oder nicht. Ich hätte es nicht Bescheid geben müssen, Kurve, ja, alles gut. Jetzt werde ich geflamed. Wie kannst du es wagen? Nee, aber, also was wäre denn eine wichtige Nachricht? Ja, aber es ist nur gut gemeint, ne? Ja. Armer Kurve, ja. Also wenn es wirklich wichtig gewesen wäre, hätte ich dir bei Discord geschrieben und dir Bescheid gegeben. Jetzt mir sagt nee, jemand Bescheid, wenn in irgendeinem Stream über mich geredet wird. Daran muss ich arbeiten. Entweder wird nicht über mich geredet oder mir wird einfach nicht Bescheid gegeben. Beides möglich. Man weiß das nicht. Aber wenn schlecht über mich geredet wird, schon, dann wird mir schon Bescheid gegeben, aber. Das passiert ja zum Glück nicht so oft. Mm-mm.
Außer Schliri. Körper. Erna ist weg, Lenny ist essen. Ich will zum Essen kochen. Ja, dann mach doch mal. Was hast du denn vor? Das oder ich backe mir Brötchen auf. Ja, Brötchen geht schneller, ne? Das so macht weniger Abwasch. Also so wie ich dich jetzt einschätze, würdest du wahrscheinlich nicht mal einen Teller oder so benutzen. Das heißt, das Einzige, was dreckig wird, ist das Messer, wenn du Butter benutzt. Wahrscheinlich nicht mal das, wenn du keine Butter benutzt. Achso, ich dachte nur wegen RBF später. Aber Anarchie ist jetzt schon weg und ich weiß gar nicht, ob der Thorsten das heute noch schafft, ey. Ich glaube, der sitzt heute mega lang auf Arbeit fest. Nein, iss mal, iss ruhig. Ich grind eh noch. Iss mal, iss mal. Ist halt Pfanne und Töpfe. Gerne mal einfach mehr. Hast du gerne eine Spülmaschine? Ich mach das voll gerne, irgendwas aufwendiges kochen. In der Regel reicht das ja dann auch für 2 Tage. Dann einfach alles in die Spülmaschine klatschen. Fertig, erledigt. War gut. Ich finde da keine, meine Küche ist zu klein dafür. Aber es gibt doch sogar so, ich meine, gut, die heißen zwar Single-Spülmaschinen, aber... Das sind so kleine, die sind extra für kleine Küchen gemacht. Du kannst auch oben auf deine, sag das schnell. Jetzt komme ich auf das Wort nicht. Auf dein Brett stellen. Ich komme aufs Wort nicht. Küchenplatte. Fläche. Whatever. Ich glaube, die passt nicht mehr rein, da steht der Backofen. Ach shit. Ja, dann stell sie ins Badezimmer, keine Ahnung. Ja, ich geh erstmal Double Duo bei Fangott. Mach später dann erst Tri. Ich weiß nicht, was da passiert ist, dass da die Flamme drin ist. Warte mal ganz kurz. Dass da der Helm drin ist und nicht die Flamme. Warte mal. Hä? Warum ist da... Warte mal. Hä? Ist wahrscheinlich der falsche... Ja, hier, nimm mal den Ding. Muss den mal später tauschen. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie... Ich glaube, da hat jemand was verwechselt. Badezimmer ist auch voll. Hast du so eine Einzimmerwohnung? Karasit? Aber gut, dass du mich darauf hinweist, Schiri. Dann ändere ich mal den Command später. Mit dem richtigen Link. 2 Zimmer, aber Küche und Bad sind echt klein. Boah, ich habe richtig Luxus, was das angeht, ne? Meine Küche ist übel groß, weil die ist offen zum Wohnzimmer. Also ist halt eine offene Küche. Und mein Badezimmer ist genauso groß wie mein Streamzimmer. Mit offener Dusche und sowas. Also richtig nice. Aber auch gut teuer, muss ich sagen. Maximal 2 Leute in jeweils Küche und Bad. Was? Oha. Und wir können über viele Leute im Badezimmer stehen oder in der Küche. Könnt ihr die mega Hausparty schmeißen?
voll gut. Das ist aber auch das einzige Gute an der Wohnung. Zur Not kann ich auf die Terrasse oder auf dem Balkon ausquartieren. Und Bad ein. Okay. Bei mir ist übel groß. Vielleicht mache ich, wenn ich entweder Ende des Jahres umziehe oder nächstes Jahr, kommt bestimmt drauf an, mache ich vielleicht nochmal so eine Führung durch die Wohnung. Der Bär zeigen, aber habt nicht gerade die sauberste Bude. Ach, alles gut. Reicht ja auch irgendwann, Karasin. Hallo, Thorsten. Ich hab gerade von Ihnen geredet. Geht aber lange, ne? Morgen auch nochmal so lang, oder was? Nächstes Jahr 3-Zimmer-Wohnung. Ach, war so eine Notlösung, okay. Okay, okay. Bestimmt gelästert. Warum denkt denn immer jeder, dass ich über ihn läster? Ich habe doch nie über jemanden gelästert. Und nein, ich habe lediglich gesagt, dass ich nicht weiß, wann du kommst, weil du lange arbeiten musst. Jesus. Nee, da ist kein Kappa. Ich hab das... Nein, das ist nicht da. Ich sehe kein Kappa. Du weißt doch, ich sehe kein Kappa. Mensch, Mann. Ich sehe keine Kappas. Ach so, Tonsi Thorsten, könntest du mir gerade mal einen Gefallen tun, da du gerade da bist, weil Lennart konnte es ja leider nicht machen. Der Duo Labresca Helm ist sowohl bei der Flamme als auch beim Helm-Command drin. Das heißt, der Flamme müsste hier gegen diesen Link getauschen. Kannst du das gerade machen, sonst mache ich das später. Lässt dann privat immer. Tun wir das. Aber was haben wir denn zuletzt geredet? Also nicht ganz zuletzt, das darf ich ja nicht sagen. Ah ja, guck mal, du hast vor 2 Monaten erst gecheckt, dass ich einen neuen Track rausgebracht habe. Das war unser letztes Gespräch. Ah. Nein, der Track. Nein, der Track. Der Track. Danke, danke, Thorsten. Kurve gekriegt. Und davor, was haben wir davor geredet? Lass mal gucken. Lästern wir dann beide? Da ging es um BDO. Dann ging es um BDO-Partner. Dann ging es um dein Kompass-Teil. Also eigentlich. Wir schreiben einmal im Monat, merke ich gerade. Wir haben im ganzen April nicht einmal miteinander geschrieben. Oha. Wir schreiben einmal im Monat miteinander. Ich weiß. Heftig, heftig. Also Schlingi und ich sind super, super langweilig. Es lag an mir, nicht an dir. Oha. My heart is heartbroken. Du hast mir nicht mal zum Geburtstag gratuliert, siehst du? Ist ja ekelhaft. Schiri einfach zu langweilig. Ach, Gugu hat mir den Link auch nochmal im Discord geschickt. Wie aufmerksam von ihm. Tut mir auch nicht. Ja gut. Stimmt. Obwohl. War ich nicht in deinem Streamer zu Geburtstag hast? Warst du in meinem Stream, als ich Geburtstag hatte? Wer hatte früher Geburtstag? Ich weiß, ich hatte am 9. April. Hast du nicht gestern, Abby, ne? Du bist 26. Ja, siehst du, ich kann noch zu dir sagen, alles Gute nachträglich. Ja.
Nein, ich hab das zu ernst gesagt. Ich hab das sehr ernst gesagt. Verkackt. Aber nur ein bisschen. Aber Pre war eh wild bei mir wegen Arbeit. Bei mir ist auch momentan übel heftig, ne? Also gestern habe ich ja von 8 bis 21 Uhr gearbeitet. Danach, ich glaube, ich war danach eine Stunde wach oder anderthalb Stunden. Da habe ich nur noch umgefallen, ne? Bin ich einfach nur noch eingepennt, so. Ich war einfach so kaputt danach. Richtig übel. Rest der Woche ist, glaube ich, ein bisschen gechillter. Momentan ist auch so viel los bei uns, einfach so heftig. Übel heftig. Das ist krass, ne? Ich weiß gar nicht, warum momentan so hardcore viel los ist. Schöner Best Friend. Ach, ich kann nicht schreiben, ich denke so. Wegen der neuen Stelle? Ah, okay. Hast du also komplett Firma gewechselt? Oder innerhalb der Firma? Mit der Stimme. Dass ich überhaupt noch eine Stimme habe nach dem Hype-Train vorhin, ne? Übel. Firma bleibt gleich. Ah, okay. Ja, nice. Besser bezahlt dann wenigstens. Wenigstens. 9 Stunden pro Tag. Aber ist doch nice. Also aufgestiegen innerhalb der Firma, ne? Wenn ich das so richtig verstehe, Steri. Ja gut, aber du hast doch weniger gestreamt, glaube ich, ne, im April, also generell. Das ist so ein bisschen out of order, glaube ich. Und Thorsten, wie geht's jetzt, nachdem du Feierabend hast? Erstmal was zu essen gemacht, oder? Wie sieht der aus? Gina war auch schon vorhin kurz da. Oder bin ich jetzt auf die Mühe-Taste hier gekommen? Nee, bin ich nicht. Wenn ich auf meine 7 komme, auf meinem Numberpad, dann bin ich nämlich gemütet. Irgendwie kein Hunger. Was? Was da los? Hast du irgendwie halt keinen Lack übrig gelassen, ne? Ich dachte, ich mach's halt so wie du. Wenn du nur so ein Piece gedroppt hast, krieg ich vielleicht auch eins, aber... Nö. Ich bin da auch mal Lacker. Du hast viel mehr Lacker als ich. Was du willst, du Pilz? Du hast viel mehr Lacker als ich. Havana Unana. Oh,
Von wegen, dass die Flamme schnell gedroppt. Ja, na und? Aber überleg mal, wie viele Pots du hast. Und auch deine Karte und so. Ich meine, du hast jetzt fast deine zweite Karte zusammen. Wenn wir dann mehr Lack haben, meinst du? Ich denke. Ich denke schon, dass man das will. Wenn man mich jetzt Konkurrent sieht, auf jeden Fall. Karte warst du auch schon da. Und für Pot habe ich auch mehr gegradet wie du. Ah, das ist doch zwei. Nee. Du hast weniger Stunden als ich gehabt. Also mein HP-Pot war 100 Stunden, 10 Minuten. Wenn einer. Ich weiß nicht, wie lange du für beide zusammengebraucht hast. Mein HP war 132 Stunden. Okay. Und dein Mana? Hey, ich dachte, wärst du unter meiner Zeit gewesen. Naja. Bei meinem HP-Bot hatte ich auch nur bei Ronarus Pech, ne? Ronarus hat meinen Gesamtwert ganz schön hochgeballert. Hm. 86 Stunden, siehst du? Ja, von deinen fangen wir lieber gar nicht an, Kerasin. Das ist die Unglücksrabe. Map waren 42 Stunden. Der war doch bei mir auch. 42 Stunden. Oder? Doch. 42 Stunden war, glaube ich, meine Map. Nee. Achso, warte mal. Hä? Ja. 42 Stunden, ja. Guck mal, Kart haben wir dann gleich lang gebraucht. Ich hab's darüber nicht gesehen. Aber dann sind wir doch bei Karte gleich auf mit den Stunden und so. Ja, okay. Hm. Ich habe mir auch nicht notiert, wie lange du für die Karte gefarmt hast. Weiß ich nicht. Ja gut, einigen wir uns darauf, dass wir beide uns nicht viel nehmen. Wir sind gleichermaßen lucky, okay? Wir sind gleichermaßen carried. Liegt an der Klasse. Die Kerl ist halt immer carried. Ist halt Aushangeschild. Sie muss carried sein. Also spielt DK. Aber spielt Awakening. Ich bin mal gespannt, ja. Wenn die Awakening DK jetzt PvE gebufft wird. Bin ich mal gespannt, was sie dann so an Trash zieht. Ja, nur minimal, ist schon klar. Aber trotzdem wird es sich auf den Werten. Meinst du? Ich meine, jetzt verglichen Succession zu Awakening. Was machen wir? 100, 200 Trash mehr als Awakening? Ist jetzt eigentlich auch nicht so viel.